Hallo, mein Name ist Sabine Panossian und ich bin vom Beruf Kamerafrau. Also wenn ein Film entsteht, bin ich eigentlich von Anfang an beteiligt. Das heißt, wenn der Regisseur mir ein Drehbuch vorlegt, dann lese ich das erstmal durch und wir reden wirklich Szene für Szene, besprechen wir jedes Bild. Wie erzählt man diese Szene? In wie vielen Einstellungen dreht man sie? Welche Bildsprache grundsätzlich verwendet man? Dreht man vom Stativ oder vielleicht Handkamera oder benutzt einen Kran oder benutzt Fahrten? Es gibt ja ganz viele visuelle Gestaltungsmöglichkeiten und die erarbeitet man quasi vor dem Drehbeginn. Ganz genau. Und wenn dann der Dreh losgeht, dann bin ich quasi die Hauptverantwortliche für die gesamte Bildgestaltung. Ich habe halt nur zwei Hände, ich muss mich auf die Bildgestaltung konzentrieren und kann dann nicht an der Optik auch noch die Schärfe ziehen, weil die Optiken sind ja alle analoge Optiken, wo man quasi wie mit dem alten Fotoapparat musste man ja früher auch scharf stellen, so ist es bei den Filmobjektiven genau das Gleiche. Und dafür habe ich einen ersten Kameraassistenten. Der hat wiederum einen zweiten Kameraassistenten, der hilft nämlich dem ersten Assistenten, die Kamera aufzubauen, abzubauen, schnell woanders hinzutragen, die Optiken zu wechseln, einen Filter vielleicht vor die Linse zu schieben, die Karten zu wechseln und die dem Data Wrangler zu geben, der dann quasi hinten in einem Kämmerchen sitzt und die ganze Zeit die Karten kopiert. Wenn man Fahrten hat, hat man natürlich noch jemanden, der dann den Dolly schubst und der hat wieder einen Assistenten. Also das Team um die Kamera ist eigentlich das größte Department, weil es gibt die Kamera, die Assistenten und quasi dann auch die Beleuchter. Man kann studieren an der Filmhochschule. Es gibt einige in Deutschland, zum Beispiel die Filmuniversität Babelsberg-Konrad-Wolf. Das ist die Filmhochschule, an der ich studiert habe. Und dann gibt es daneben auch noch zum Beispiel eine in Ludwigsburg, eine in München, in Hamburg und in Köln gibt es auch Filmhochschulen. Es gibt nichts Schöneres als zu drehen. Weil ich als Kamerafrau ja immer unterwegs bin. Ich liebe Reisen, ich liebe fremde Kulturen, ich liebe es, Menschen kennenzulernen, an Orte zu kommen, an die ich sonst nie kommen würde. Also ich war in Mexiko bei den Chapas unterwegs, ich war im Iran und habe mit einem Taxifahrer einen Film gedreht. Ich war in Italien und habe mit einer Oma, die 92 ist, über ihr Leben quasi gedreht oder ihr Leben gedreht. Ja, jetzt drehe ich quasi über Islandpferde einen Film. Also es ist, man kommt mit Menschen in Kontakt, mit denen ich sonst nicht in Kontakt treten würde. Das ist für mich jedes Mal super spannend. Eine Kamera ist nicht schwerer als ein Kleinkind. Also warum sollte eine Frau keine Kamera tragen können, wenn sie die meiste Zeit, wenn sie Eltern sind, also vielleicht am Anfang das Kind durch die Gegend schleppen? deshalb ist es das totale Märchen, wenn Menschen behaupten, dass eine Frau keine Kamera tragen kann. Also die 10 bis 12 Kilo packen wir alle locker. Also man schreibt Rechnungen, man ist freiberuflich und verdient, ich glaube für einen Tatort, wenn man einen Tatort dreht, so um die 30.000 Euro als Kameraperson. Da ist quasi die Vorproduktionszeit, die Drehzeit und auch die Farbkorrektur. Der Zeitraum sind quasi da mit abgegolten. Und sonst, wenn man kleine Sachen dreht, dann ist es, dann variiert es. Also von 400 Euro Tagessatz freiberuflich, da muss man natürlich dann auch die Steuern und seine Krankenkasse davon abziehen. In der Werbung geht es dann hinauf bis 1.000, 2.000 Euro oder noch mehr. Wir mussten einmal für einen Spielfilm in der Sauna drehen. Also wir hatten nämlich natürlich die Sauna ausgeschaltet, damit wir als Team auch mit unserer Kamera reinkommen. Es war trotzdem ganz lustig, weil wir halt als Team halbnackt alle in der Sauna saßen und vor uns 10 alte Männer, die komplett nackt waren, die quasi unsere Darsteller waren. Es war ein lustiger Drehtag. Wir hatten alle viel Spaß und sind nachher auch wirklich in die Sauna gegangen.